Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Bayern München gegen Ried stimmt. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. Das könnte die Chance werden. Germain, Gazzola. Gibt's jetzt die Tor? Er zieht ab. Ja. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann's weitergehen. Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Marco Asensio. Nun Walcott. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Na, weg ist der Ball. Okay. Schöne Aktion. Jetzt wird's gefährlich. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Matri. Er ist frei, da kann was draus werden. Matt Ritchie. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance. Und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Knallhart. Jetzt kommt die Ecke. Macht er ihn. Oh. Einfacher Ball für Courtois. Da ist er natürlich da. Aber trotzdem gut aufgepasst. Jetzt müssen sie aufpassen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Kurze Flanke. Und Courtois mit der Faust. Santi Gazzola. Schöne Flanke. Guter Zweikampf. Roque Mesa. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ilaramendi. Er schießt. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Marco Asensio. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nur zwischendrin. Jermaine Defoe. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Ist es das jetzt? Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Ranocchia. Ritchie. Das könnte gefährlich werden. Da steht die Abwehr sicher. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Voll hart. Roque Mesa. Redmond. Da kommt der Pass auf außen. Lorenzi.
Germain. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Marco Asensio. Und da ist der Ball wieder weg. Nein. Einwurf. Santi Cazorla. Germain. Der Angriff könnte was werden. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Was? Das war abseits. Ah, ist klar. Roque Mesa. Jermaine Defoe. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da trennt er ihn fair vom Ball. Germain. Matri. Walker. Roque Mesa. Welcott. Marco Asensio. Jermaine Defoe. Wird's jetzt gefährlich? Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Germain. Nun Santi Cazorla. Redmond. Germain. Marco Asensio. Das könnte die Chance werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Germain. Richie am Ball. Nun Santi Cazorla. Schönes Pressing jetzt. Ranocchia. Ilaramendi. Florenzi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ilaramendi. Guter Einsatz hier von Courtois, da ist er aufmerksam und kann den Ball abwehren. Marco Asensio. Redmond. Wird das seine Torchance? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Hier kommt die Nachspielzeit, 2 Minuten gibt's. Marçal. Flanke bleibt hängen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Germain. Alessandro Matri. Und jetzt die Chance. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Marco Asensio. Jetzt müssen sie aufpassen. Walker. Marçal. Alessandro Matri. Gut verteidigt hier. Marco Asensio.
Jermaine Defoe. Ilara Mendy. Und das ist der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ronaldo zieht ab. Courtois gehalten. Ganz starke Parade. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Marco Asensio. Nun Walcott. Das könnte gefährlich werden. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Super dazwischen gegangen. Ganz sicher. Auch dieser Ball kommt an. Jermaine Defoe. Das könnte es sein. Den setzt er daneben. Nix wird's mit dem Ausgleich. Ach, Wolf, guck dir das an. Da war er nicht cool genug vor dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Ja, ja. Marcel. Wegen cool. Matri. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Welcott. Klasse Aktion. Ball ist weg. Cristiano Ronaldo kommt. Ronaldo treibt den Ball da vorne. Jetzt könnte aber auch das Abspiel kommen. Geblockt vom Verteidiger. Abwehr kann klären. Cristiano Ronaldo. Germain. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Nicht genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Das könnte die Chance werden. Oh. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Nun Santi Cazorla. Germain. Florenzi. Gutes Tackling auf außen. Redmond. Und nun Cazorla. Marco Asensio. Schöner Pass. Und er hat den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da stand er gut und gibt Freistoß. Ball bei Cazorla. Jetzt wird's gefährlich. Marco Asensio. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ilara Mendy. Matri. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Silvestre. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Marco Asensio. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ja, Cristiano Ronaldo. Florenzi. Cazorla jetzt am Ball. Germain. Marcel. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Sehr guter Einsatz. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Defoe weiß, dass von ihm mehr kommen muss. Geht jetzt weite Wege, fordert den Ball. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Matri. Fällt das Tor doch noch.
Gute Aktion, gut geklärt. Wird das eine Torchance? Oh, das kann gefährlich werden. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Defoe. Gut verteidigt hier. Jetzt Ronaldo am Ball. Cristiano Ronaldo auf Außen. Cristiano Ronaldo mit dem Ball. Cristiano Ronaldo vorbei am Gegenspieler. Gute Aktion. Cristiano Ronaldo. Macht er ihn! Ja, er macht ihn! Cristiano Ronaldo macht den Tor. Der macht das Tor. Kurze Distanz, das war dann nicht allzu schwierig. Verdienter Treffer hier für Sie. Sie haben einfach mehr vom Spiel. Das stimmt vollkommen, Wolf. Wer sich die Chancen so erarbeitet, der macht einfach seine Tore. Ist doch klar. Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Marco Asensio. Wird's jetzt gefährlich? Walker. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Johnny Evans. Das war einfach. Und er hat den Ball. Gondorf. Germont. Redmond. Der Schiedsrichter beendet diese Partie.
Und die, wenn die Musik hier läuft, dann ist es Copyright. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ilaramendi. Ah, oh, da geht er vorbei. Das könnte die Führung geben. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Marcel. Super dazwischen gegangen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kappa. Und direkt zurückgespielt. Und jetzt die Chance. Er ist da. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Ilaramendi. Kein guter Abschluss hier. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Silvestre. Vera. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gib, jetzt kommt der Schuss. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Nolito. Super Freistoß, aber kein Tor. Ach, schade. Der wäre fast drin gewesen. Germain. Ezeric. Wird das eine Torchance? Da verlieren sie den Ball. Ballverlust. Fängt diesen Ball ab. Da trennt er ihn vom Ball. Vera. Oh, Nolito. Jaume Costa. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Das könnte gefährlich werden. Germain. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt.
toll getroffen, perfekte Technik und da ist aus der Distanz nichts zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ilaramendi. Da wird er unter Druck gesetzt. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Eseric. Germont. Den spielt er wieder zurück. Silvestre. Das könnte die Chance werden. Da ist die Flanke. Das ist noch gefährlich. Vieira. Ganz einfach an den Ball gekommen. Alessandro Matri. Florenzi. Marçal. Ein guter Doppelpass. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Vieira. Jetzt wird's gefährlich. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Jetzt die Ecke. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Vieira. Da kommt die Flanke. Super Aktion. Gut geklärt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und klasse durchgesetzt. Klasse Pass. Jetzt vielleicht. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Cristiano Ronaldo, unaufhaltsam. Santi Cazorla, da ist die Chance. Das macht er stark. Vieira. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Munir. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Und das ist der Ballverlust. Wird das seine Torchance? Jonathan Vieira, den hält er. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Da kommt die Ecke. Vermaelen. Drüber. Was für ein Kopfball. War das ein Ding? Schade. Ranocchia. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Und nun Cazorla. Vieira. Und da ist der Ball wieder weg. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1:1 und damit. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Sauber vom Ball getrennt hier. Ilaramendi. Und jetzt die Chance. Pfosten. Da geht er dazwischen. Silvestre. Und Ronaldo. Munir. Super Pass. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Er zieht ab. Das gibt einen Eckball.
Ah, das war am Ende dann doch ungefährlich. Und da kann sich die Abwehr entspannt zurücklehnen. Torgefahr sieht anders aus. Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Marcel. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Ilaramendi. Silvestre. Gute Aktion. Ronaldo. Den Ball holt er. Super dazwischen gegangen. Vieira. Wird's jetzt gefährlich? Florenzi. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt der Schuss. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Gondorf fängt diesen Ball ab. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gondorf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das könnte die Chance werden. Und die Chance. Gehalten. Ganz stark. Da ist er da. Da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Jetzt kommt die Ecke. Und die Situation ist wieder bereinigt. Nolito. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Jetzt der Eckball. Es gibt hier die Ecke. So, Ecke kommt. Kappa. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt wird's gefährlich. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Da müssen sie aufpassen. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Sie werden hier wechseln. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Ja, da hat einiges gefehlt. Florenzi. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Oh, oh, das war knapp, aber richtig entschieden in meinen Augen. Florenzi. Gondorf. Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jonathan Vieira. Junge, war das knapp. Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Jetzt wird es den Wechsel geben. Litre, ich bin noch ein FIFA-Anfänger. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich nach Spieler nachschauen könnte. Ezarik. Wird das eine Torchance?
Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Cristiano Ronaldo! Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. So eine Chance nutzt ein Cristiano Ronaldo. Ja, ich schau mal nach. Ist ja fast klar. Kein Problem. Für einen Spieler seiner Qualität ist es kein Problem. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Was ich ein bisschen schade finde, ist hier in dem Spiel, dass zweimal Ronaldinho im Spiel sein kann. Jaume Costa. Einmal im Gegnerteam und einmal bei mir. Also ein bisschen komisch. Weg ist der Ball. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Danke für deinen Follow. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Gibt Einwurf. Diop. Ja, jede Menge Druck jetzt. Ja, ist sozusagen mein erstes richtiges FIFA. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber richtig. Also von der neuen Generation. Alte FIFA habe ich gespielt, aber da gab es noch nicht das ganze neue, was es jetzt gibt. Germain. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Das könnte die Chance werden. Klasse Zuspiel. Vermaelen. Tolle Parade. Der Torwart ist mit vorne drehen. Es ist ihre letzte Chance. Kann ich machen gleich, ja. Sobald das Spiel zu Ende ist, noch 10 Minuten. Beziehungsweise 10 Spielminuten. Ecke kommt rein. Ronaldo am Ball. Und jetzt die Chance. Der Torwart war auch da. Sie liegen mit einem Tor zurück, aber jetzt nochmal Ecke. Wird das noch was? Gegner-Torwart ist auch hier. Ecke kommt. Ah, das könnte es sein. Oh. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben nein, drauf. Nein. Jetzt Cristiano Ronaldo. Germain.
Was ich aber ganz schade finde, ist, dass wenn man FIFA 18 streamen möchte, dass das Spiel anfängt zu laggen. Weil irgendwas überschneidet mit dem Broadcaster und dem Spiel. Und ich konnte immer noch nicht rausfinden, wieso das so ist. Weil wenn ich aufhöre zu streamen, dann funktioniert es wieder einwandfrei. Also es ist echt komisch. Vielleicht sieht man es so im Spiel nicht, aber ich glaube schon, dass man es auch so sieht während dem Stream. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Klassisch sieht das aus, ihre Formation heute. Ja, innovativ ist es im ersten Schritt mal nicht, dieses 4-4-2. Das könnte die Führung geben. Oh, nicht das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter 0-0. Marcel. Ezerik. Wird das eine Torchance? Und jetzt wird es Einwurf geben. Roque Mesa. Sanchez. Mahrez. Und jetzt ist der Ball geklärt. Germain. No. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Im Ernst? Nun Pereira. Roque Mesa. Michi Batshuayi. Ballverlust. Michi Batshuayi. Michi Batshuayi. Sehr gut aufgepasst. Batshuayi. Jetzt Santi Cazorla. Mounier. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Batshuayi. Ja, das ist ein Batshuayi. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Was für ein Name. Florenzi. Ezerik. Dietre, bist du Italiener? Wird's jetzt gefährlich? Fairer Einsatz hier. Mahrez. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Pereira jetzt. Mounier. Das könnte gefährlich werden. Marcel. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Oh nein. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Wieder falsch. Jetzt Pereira. Batshuayi. Sanchez. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Einsatz. Aber kommt auch an den Ball. Gute Chance jetzt. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Sanchez. Roque. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Cazorla jetzt am Ball. Miralas. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Batshuayi! Super gemacht vom Torwart. Über die Torauslinie, Ecke.
Ja, super. In den 2 Minuten willst du noch ein Tor einkriegen oder was? 3-0. Und jetzt Pereira. Ja. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Niederlage. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Hesarik. Das könnte eine Gelegenheit werden. Batshuayi. Mahrez. Könnte jetzt was werden. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gibt's Einwurf. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Und das ist der Ballverlust. Ball bei Pereira. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ball kommt flach rein. Hey, ja, ist klar. Mann, dieses Spiel, wirklich. Ist doch scheiße. Es leckt halt. Was soll ich machen? Hier leckt nix.
Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur ersten Runde in diesem K.O.-Turnier. Und damit herzlich willkommen von Wolf Fuß und Frank Buschmann. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation, vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Das könnte gefährlich werden. Ball ist erstmal raus, super Parade. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Der Spieler scheint Probleme zu haben, wohl eine leichte Blessur. Ja, jedenfalls nimmt ihn der Trainer jetzt hier runter, wahrscheinlich um eine schlimmere Verletzung zu vermeiden. Diego Costa, das muss es sein. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verstehe ich.